Das Blaskapelle Festival in Lippfert ist seit 2016 eine der größten Veranstaltungen in der Region. Zusammen mit der Blaskapelle jedes Jahr bringen sie mit einem begleitenden Thema Farbe ins Programm. In diesem Jahr veranstalteten sie den Tag des Schwäbischen Handwerkers. In schwäbischen Dörfern lebende Handwerker brachten ihre Waren. Hauptorganisator des Tages ist Anders Schwinkler, Mitglied der Ungarischen Deutschen Kulturvereins Lippfert und seit 2008 auch Kapellmeister der örtlichen Blaskapelle. Az első lippói fúvósfesztivált 2016-ban szerveztük, onnantól kezdve két évente kerül megrendezésre, és minden rendezvényen egy más kísérő témát választunk, hogy még szélesebb körben elérhessük az embereket. Ez az idejében a Schwab kézművesek napja volt. 2020-as rendezvényt azt sajnos nem tudtuk megtartani, így azt egy évvel csúsztattuk, azt tavaly tartottuk meg, és most az idejében visszatértünk a páros évű rendezésekhez. A zenészek Kapos Szekcsőről, Duna Szekcsőről érkeztek, illetve mi fogunk a lippói zenekarral fellépni. Borjádról érkezett egy tárcsoportunk, valamint a nap fénypontja az osztrák Tiberium Blaskapelle lesz, akik Bécsből érkeznek. A kézművesek pedig szerte a megyéből, de Pest megyéből is érkeztek, Tolna megyéből. Wir sind von Neukoll, wir machen Handarbeit seit 7 Jahren. Das ist eine kleine Gemeinde neben Bécsvárad. Und das machen wir 7 Jahre. Ja. Das sind kleine Tiere für Babys oder Mädchen, Jungen. Und dann sind Teppiche. Handgemachte Teppiche auf dem Stuhl. Und dann haben wir noch, jetzt ist ja Lavendelzeit, dann haben wir Lavendelpuppe oder ein Strauß von Lavendel oder haben wir kleine Eule. Das ist auch mit Lavendel gefüllt. Und für die erwachsenen Kinder, die schon lesen können, dann haben wir für kleine Buchhalter, da sind kleine Tiere drauf, das können sie zwischen Buchblätter tun und dann können sie das weiterlesen, wenn sie mal aufgehört haben. Außerdem der örtliche Orchester treten bei dem Treffen auch die Kapusszekcső und Szécskebläser auf. Kapusszekcsői fúvós egyesület formában 2013 óta létezik. A mi jogelődjeink vagy őseink azok a 70-es évektől kezdve a Habich Konrádnak az életművét próbálják gondozni. 70-es évben költözött Konrád bácsi Kapusszekcsőre, és onnantól ezt a baranyai, tolnai, sváb kultúrát próbáljuk ápolni, igyekszünk ápolni. Ennek a végső folyamánya lett végül is az Egyesületnek a jogi formája. Hála Isten bírjuk a Konrád bácsi fiának a támogatását, mind kotta ügyileg, mind szellemi támogatás gyanánt, ezért aztán remélem, hogy a jövőben is ezt meg fogjuk tudni őrizni. Mi nagyon régóta együtt zenélünk, ilyen 20 éve, még Schlitternő bácsi hozott bennünket össze, aki szintén ennek a zenekari hagyománynak a folytatását tűzte zászlajára az akkori ifjúsági fúvószenekarnak, és hát az ő cipőnyomaikba próbálunk haladni és megoldani azt a közösség összetartó erőt, amit ez igényel. Wir sind aus Pilischcsaba gekommen und machen unsere hausgemachte Chilisauce. Unter anderem haben wir Bärlauchpesto mit Chili, ohne Chili, auch ein bisschen mit Rauch drin. Dann haben wir ist ein Familienunternehmen, also wir machen das mit meiner Frau und meinen Kindern. Meine Frau stammt aus Scheumar, ich stamme aus Mecsek-Nádasd, aus Nádasd und ja, so sind wir jetzt dann hier eingeladen. Wir haben hier verschiedene Paprikasoßen, verschiedene Chutneys, Barbecue-Soße, haben Chili-Soßen, Chili-Cremen, alles, was das Herz begehrt. Ziel des Ungarisch-Deutschen Kulturvereins von Lippfert ist die Vertretung der Interesse von die in und die Siedlung lebenden schwäbischen Minderheiten und Durchsetzung ihrer Rechte. Sein Präsident ist Josef Sukfil, der ist auch der Präsident der Selbstverwaltung des Komitats. Diese Bläsertreffen, diese vierte Bläsertreffen organisieren wir diesmal, wie gesagt, zum vierten Mal. Das war eine Idee von unserem Kapellmeister und von einigen Mitgliedern des Vereines, dass wir so etwas organisieren hier im Dorf. Eigentlich, wir haben schon diese Blaskapelle seit 40 Jahren.
kurz und gut. Und dass die Mitglieder, die Musiker ihren Mut nicht verlieren, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen, dass sie die Lust haben, zu dieser Arbeit und zu dieser Musik weiter zu pflegen. Und in ihrem Repertoire haben sie auch nicht nur die schwäbischen Lieder und so, sondern auch moderne Stücke. Das spielen eventuell sicher die jungen Musiker viel lieber. Und so bleiben sie auch bei der Kapelle.